Klimaberichterstattung, was trägt mein Minergie-Gebäude bei? Das ist das Thema der heutigen Stunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Minergie-Wissen aktuell. Mein Name ist Irina Zindl und ich darf Sie in der folgenden Stunde begleiten. Und genau, in der wir uns den rechtlichen Grundlagen und auch der Rolle von Minergie-Gebäuden in der Klimaberichterstattung widmen. Vielleicht bevor wir starten, ein paar kurze technische Hinweise. Sie sehen, dass Sie bereits auf Stumm geschaltet sind. Das Mikrofon ist aus, damit wir Hintergrundgeräusche vermeiden können. Aber Ihre Fragen können Sie selbstverständlich immer in den Chat schreiben. Wir werden am Ende der Veranstaltung auch noch ein bisschen Zeit haben, um auf diese einzugehen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, wie Sie oben sehen. Wir werden Ihnen die Aufzeichnung im Nachgang dann auch zur Verfügung stellen, einerseits auf der Wissensplattform auf Minergie, aber andererseits auch den Link in einem Mail nach der Veranstaltung. Ebenfalls die Präsentationen werden Sie so erhalten. Falls Sie ein Problem haben sollten, etwas nicht hören oder irgendwann etwas nicht läuft, können Sie sich gerne an Gina wenden. Sie haben Ihre Nummer ebenfalls im Mail erhalten, mit dem Sie sich nun einloggen können. Gut, wie sieht denn nun die folgende Stunde aus? Andreas Meyer-Primavesi, Geschäftsleiter von Minergie, wird begrüßen und ein paar einleitende Worte sagen. Im Anschluss wird Silvia Rupprecht über die Klimaziele im Gebäudesektor sprechen. Florian Andolt wird eine Einordnung in den des Klimaberichts, was es mit Minergie zu tun hat, sagen, und anschließend haben wir eben noch Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte meinerseits gar nicht allzu viel Zeit verwenden auf eine Einleitung, da Andreas dies ja auch ein bisschen machen wird. Ich übergebe gerne dir, Andreas, das Wort und die Steuerung. Hoffen wir, dass es alles klappt. Ja, grüezi miteinander. Ich denke, das hat geklappt mit der Steuerung. Ich möchte Sie herzlich begrüßen seitens Freien Minergie zu diesem kurzen Anlass zur Klimaberichterstattung. Und ich hoffe, Sie werden am Ende dieser Stunde wissen, was eben Minergie Ihnen da beitragen kann zu dieser Klimaberichterstattung oder vielleicht auch was nicht. Einleitend habe ich nur weniges zu sagen, weil Sie werden sehen, es ist ein reichhaltiges Programm. Wir haben da viele interessante Infos seitens Bundesamt für Umwelt und von Florian Landolt. Zuerst einmal zu dieser Bilanzierung generell. Also wir haben diesen Klimawandel, das wissen wir, und Klimaschutz ist wichtig, das ist unbestritten. Und jetzt müssen wir aber messen, weil wenn wir nicht messen, ob wir uns auf diesem Zielpfad befinden, dann werden wir uns ganz sicher nicht in diese richtige Richtung bewegen. Aber messen, das kann knifflig sein. Und ich meine, gerade in diesem Thema der Treibhausgasemissionen ist es schon ein bisschen knifflig. Was mir wichtig erscheint, ist, dass wir immer präzise sind, was diese Scopes angeht. Also wir müssen uns wirklich überlegen, was wir wo ausweisen wollen. Reden wir nur über Scope 1, also reden wir nur jetzt im Gebäudebereich auf die direkt verursachten Emissionen durch Öl- und Gasfeuerungen, dann könnten wir zum Beispiel auch mit dieser einen Skala des GEAC arbeiten. Können wir einfach sagen, A sind null Emissionen. Und das ist dann nicht dasselbe, wie wenn wir auch noch Scope 2 dazu nehmen. Ich sehe auch immer wieder, dass man dann Scope 1 und 2 gemeinsam ausweist und dann noch ein bisschen transparenter scheint mir, wenn man sie auch eben separat ausweist. Also dass man dann die Emission der zugeführten Energie separat ausweist von eben diesen Emissionen vor Ort. Da muss man noch genauer hinschauen, die zugeführte Energie hat man da im Ökostrom zum Beispiel die graue Energie drin, also zum Beispiel Wasserkraft, ein Staudamm, der braucht Energie, der braucht Beton, um ihn herzustellen, steckt das drin in diesem Faktor oder nicht. Und dann Scope 3, das kann verschiedene Bedeutungen haben. Bei uns in der Baubranche geht es da vor allem um die Emissionen, die mit der Erstellung und dem Rückbau von Gebäuden verbunden sind. Also eigentlich das, was wir so aus dem SIA-Merkblatt 2032 kennen. Wichtig scheint mir, das immer sauber voneinander zu trennen.
erst dann können wir uns dann noch der Frage widmen, und das ist heute nicht so das Thema, wie wir dann am Ende noch auf Netto Null kommen, weil das muss ja dann das Ziel sein, nicht unbedingt Null, aber eben Netto Null, also noch negative Emissionen irgendwie dazu rechnen. Und nicht zu vergessen, das ist mir immer wichtig in jeder Einleitung zu diesem Thema, wir haben dann auch noch andere Themen, zum Beispiel die Energieeffizienz. Ein Gebäude, das keine Emissionen verursacht, ist noch nicht zwingend effizient im Betrieb, und wir müssen dann schon einen effizienten Gebäudepark haben, wenn wir den eben auch wirklich mit erneuerbarer Energie selbst versorgen wollen, weil zum Beispiel Wind- oder Wasserkraft auch eben Auswirkungen hat auf die Landschaft und so weiter. Und dann haben wir ja noch ein paar Risiken, so gut wir das auch immer machen mit dem Klimaschutz. Wärmer wird es, jetzt gerade nicht im Juni, aber irgendwann dann schon wieder oder in anderen Ländern eben jetzt schon. Und wie gehen wir mit der Hitze um, mit den Gebäuden? Warum haben wir jetzt so eine Vorlage für den Klimabericht erstellt? Das ist so meine letzte einleitende Folie. Es ist unbestritten, diese Klimaberichterstattung, die Nachhaltigkeitsberichterstattung generell gewinnt weiter an Bedeutung, und das ist eben auch gut so, sei das auf EU-Ebene oder in der Schweiz. Und dann müssen wir eben mehr Verantwortung übernehmen, auch Risikominderung, also die Menschen schützen vor dem Klimawandel. Und darum erhalten wir eben immer mehr auch Anfragen aus der Branche, kann da Minergie etwas dazu beitragen, können wir die zertifizierten Gebäude nutzen, um eben zu zeigen, dass wir etwas tun. Und ja, sie sind geeignet, diese Minergie-Gebäude, um da eben aufzuzeigen, dass so ein Gebäude weniger Emissionen verursacht, also etwas beiträgt zum Schutz und eben auch dank dem erhöhten Hitzeschutz, sommerlichen Wärmeschutz, eben auch schützt vor dem Klimawandel. Und darum haben wir eben diese Vorlage für den Klimabericht erstellt, die heute vorgestellt wird im zweiten Teil. Bevor ich jetzt aber übergebe, also dann an Florian Landolt nachher, der diese Vorlage vorstellt, möchte ich noch Silvia Rupprecht das Wort geben. Sie ist meiner Meinung nach eine der wirklichen Expertinnen in diesem Thema. Sie arbeitet in der Sektion Klimapolitik des Bundesamts für Umwelt, BAFU, und entwickelt dort eben klimapolitische Strategien und die ganzen Maßnahmen zuhanden Bundesrat und Parlament. Auch der Finanzmarkt gehört zu ihren Themen, und da eben gerade auch die Frage, wie man den Fortschritt misst, und das PACTA-Modell, das ist auch auf ihrem Tisch. Und wir werden von ihr hören, dass eben Gebäude eine wichtige Rolle spielen in diesen Klimazielen, in dieser Klimapolitik, und sie wird uns ein bisschen berichten, was es da für Rahmenbedingungen gibt, was sie uns empfehlen würde oder was für Anforderungen an Transparenz da auch bestehen. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, Irina, hast du wieder die Präsentation bei dir. Super. Ganz herzlichen Dank, Andreas, für die einleitenden Worte. Und auch ganz herzlichen Dank an Minergie für die Einladung. Es ist auch beeindruckend, jetzt da über 100 Personen, die sich für das Thema interessieren. Das zeigt auch die Wichtigkeit, das zusammenzubringen. Ich freue mich sehr, da mit dabei zu sein. Ich wurde gebeten, etwas mehr zu den Kontextinformationen zu sagen, zu der Einbettung und Gesetzgebung, die eben dann auf diese Berichterstattung hinwirkt, sodass Florian dann wirklich die Essenz eigentlich dieses Anlasses euch erzählen kann. Deshalb möchte ich auch zuerst etwas weiter ausholen, gerne die nächste Folie. Andreas hat es schon gesagt, es geht darum, dass der Klimawandel eben schon spürbar ist und dass es einfach, dass wir wissen, es ist alternativlos, eben bis 2050 spätestens diese Treibhausgasemissionen auf null runterzubringen. Sie sehen hier links eine Grafik von Meteor Schweiz, wo wir eben sehen, dass der Klimawandel an der Schweiz nicht spurlos vorbeigeht. Wir haben schon eine überdurchschnittliche Erwärmung in den letzten Jahren erfahren im Vergleich zu vorindustrieller Zeit. Und auch IPCC, das Intergovernmental Panel on Climate Change, also der Expertenrat der Forschenden weltweit, sagt, there's a brief and rapidly closing window to secure a livable future on the planet. We need to live up to this challenge.
Und in diesem Kontext sind eben diese Maßnahmen und dann auch die Berichterstattung darüber besonders wichtig. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass ja die Schweizer Bevölkerung 2023 dieses Netto-Null-Ziel eben auch gesetzlich verankert hat, in der ganz rechten Schweiz, in diesem Klima-Innovationsgesetz. Dort ist es dieses Rahmengesetz, das hält eben fest in allen Sektoren, dass man auf Null kommen soll und eben auch dann die Emissionen, die nicht vermeidbar sind, noch aus der Luft saugen und nachhaltig dauerhaft lagern muss. Dann gibt es Zwischenschritte. Das CO2-Gesetz, nein, noch eine Folie zurück, das ist nur die mittlere Schweiz jetzt hier, vielen Dank. Das CO2-Gesetz nach 2024, das wurde auch diesen Frühling im Parlament verabschiedet und tritt eben Ende Jahr in Kraft. Das sagt, wir bis 2030 sollen wir die Hälfte der Emissionen reduzieren im Vergleich zu 1990. Und das Gesetz, das wir jetzt haben, das eigentlich schon bis 2020 eine 20-prozentige Reduktion vorgesehen hat. Wenn wir jetzt nach ganz links gehen, zur linken Grafik, seht ihr, wie das auf die verschiedenen Sektoren innerhalb der Schweiz aufgeteilt ist. Das ist die Sicht des Treibhausgasinventars und Gebäude machen hier knapp ein Viertel aus. Andreas hat vorhin von den Scopes gesprochen und das ist genau diese Sicht, die aus das Treibhausgasinventar hat. Für den Sektor Gebäude ist der Scope 1 diese Emissionen, die direkt vom Sektor emittiert werden, insbesondere aufgrund von Raumwärme und Wasserbedarf. Im Sektor Industrie ist es die Emissionen, die dort emittiert werden. Also wenn jetzt ein Fernwärmeproduzent Fernwärme auch noch mit fossilen Quellen produziert, dann wird das Treibhausgasinventarmäßig dem Sektor Industrie angerechnet. Und deshalb spricht man davon, aus der Sicht Gebäude ist das dann eben Scope 2. Aus Sicht Industrie ist es Scope 1. Nur damit diese Scope-Diskussion da auch eingebettet werden kann. Und deshalb ist es eben auch besonders wichtig, das separat auszuweisen in einer Berichterstattung, weil natürlich die Maßnahmen sowohl politisch, aber auch die der Investorinnen und Investoren, der Bauherren und auch der Gebäudenutzenden eben unterschiedlich sind. Geht es darum, um den Verbrauch der Wärme oder auch um welche Heizung installiert ist. Auf der nächsten Folie ein kurzer Blick auf die historische Entwicklung dieser Sektoren. Da sehen wir Haushalte, das ist das, was mit Gebäude assoziiert ist, ist die grüne Linie. Die ist schon runtergekommen seit 1990. Das Ziel 2015 von minus 22% im Vergleich zu 1990 wurde dann auch erreicht. Aber schon das 40%-Ziel im 2020 für den Gebäudesektor wurde dann verfehlt. Und wir sehen, insgesamt ist der Gebäudebestand einfach noch heute zu fossillastig. Also wir können dann schon auch weitergehen noch in den Scopes 2 und 3, aber schon Scope 1, also Heiz- und Raumwärmebedarf, ist heute noch einfach zu fossillastig in der Schweiz. Und dann, wie Andreas schon betont hat, die Sanierung ist natürlich auch wichtig. Also energetische Sanierungsraten sind aktuell auch noch zu tief, um eben auf dieses Ziel Netto Null zu kommen. Auf der nächsten Folie sieht man schematisch dargestellt, wie diese Zielpfade aussehen müssen für den Sektor Gebäude. Gemäß Treibhausgasinventar haben wir das noch aufgeteilt auf die Haushalte. Das sind typischerweise in Portfolien Wohngebäude und dann Dienstleistungen, was auch Gebäude beinhaltet. Die beginnen tiefer, weil es auch viel weniger davon hat. Und müssen natürlich eben alle auf Null in 2050. Die Werte für den gesamten Gebäudepark, die sind jetzt gesetzlich festgehalten und treten eben ab nächstem Jahr in Kraft. Klar, 2050 minus 100% gegenüber 1990, das ist eben dieses Nullziel. Und als Zwischenziel bis 2040 minus 82%, das ist auch gesetzlich festgehalten. Und demnächst wird die CO2-Verordnung in Vernehmlassung gehen, die eben dem CO2-Gesetz gehört, das ab nächsten Jahr auch in Kraft ist. Und dort wird voraussichtlich noch ein Zwischenziel für 2030 festgehalten werden. Das sagt, der gesamte Sektor soll eben um die Hälfte dort schon mal reduziert haben gegenüber 1990. Das ist alles abgestimmt mit der Energiestrategie, mit der langfristigen Klimastrategie, die wir auch bei den Vereinten Nationen eingegeben haben.
auf der nächsten Folie. Ein kleiner Exkurs. Andreas hat es angetönt. Es sind auch Finanzmarkt ist interessiert an diesem Thema oder wir sind interessiert beim Gebäudethema und Gebäudesektorthema den Finanzmarkt einzubinden. Wenn wir davon sprechen, wollte ich euch einfach ganz kurz zeigen, wie da die Zusammenhänge sind. Auf der linken Seite seht ihr eine Grafik der verschiedenen Anlagekategorien von Vorsorgeeinrichtungen, also Pensionskassen. Das ist jetzt 2020, hat sich aber im Bild nicht massiv verändert. Und ihr seht, Immobilien machen rund 20% aus. Solche Pensionskassenportfolien sind also ein relevanter Teil und die meisten davon sind in der Schweiz. Auf der rechten Seite sieht man die Entwicklung des inländischen Kreditvolumens, also die Vergabe von eben Hypotheken und Unternehmenskredite von Banken ins Inland. Und dort ist natürlich auch der allergrößte Teil sind eben Hypothekarforderungen. Das ist das hellblaue gegenüber den Unternehmenskrediten. Auch ein Indiz ist, wir machen eben diese regelmäßigen Tests, diese Pacta-Klimatests für alle Pensionskassen, Versicherungen, Banken und Asset Manager in der Schweiz. Dieses Jahr läuft gerade wieder einer. Der letzte Test hat ergeben, dass von diesen 133 Finanzinstituten, die mitgemacht haben und Hypothekarportfolien hochgeladen, dass rund die Hälfte aller Schweizer Wohngebäude über diese Hypothekarportfolien abgedeckt war. Also dort ist der Zusammenhang sehr eng. Das als Exkurs, dann kommen wir gerne zur nächsten Folie. Kannst gerade weiterklicken, dass die Kassen genau können eigentlich so kommen. Wollte ich einfach kurz zeigen, ja, was gibt es jetzt schon für Instrumente, die hier sieht man alle schematisch auf die gesamten Sektoren wirken, aber die typischerweise auch steuern wollen, dass der Gebäudesektor oder unterstützen wollen, dass der Gebäudesektor eben auf diesem Klimazielpfad ist. Und eines der wichtigsten Instrumente ist das zweite von unten auf der rechten Seite, die CO2-Abgabe auf Brennstoffe, die es ja schon seit 2012 gibt und die steigt, wenn die Emissionen nicht genug sinken. Ein Teil davon ist zweckgebunden für das Gebäudeprogramm. Der Rest und ein kleiner Teil für den Technologiefonds, der Rest wird rückverteilt an Bevölkerung und Wirtschaft. Und das Gebäudeprogramm ist auch ein wichtiges Programm, das nicht nur den Heizungsersatz, sondern auch Sanierungen fördert, zusammen mit den Kantonen. Technologiefonds fördert innovative Vorhaben. Kompensationspflicht ist eigentlich für die Autobranche gedacht, aber auch dort sind verschiedene Vorhaben, die im Gebäudebereich Wirkung erzeugen. Dann habe ich noch die kantonalen Vorgaben hier aufgenommen. Die sind eben nicht bunt, darum sind sie kursiv geschrieben. Ich werde euch nachher noch kurz zeigen, wo wir da stehen. Und in Blau der Heizungsersatz. Es gibt im neuen Klima- und Energiegesetz auch ab nächstem Jahr ein 10-jähriges Impulsprogramm, das vor allem zum Ziel hat, eben fossile Heizungen zu ersetzen und elektrische Widerstandsheizungen und das mit 200 Millionen pro Jahr dotiert ist. Also vor allem mit Förderung, etwas mit Vorschriften, auch noch mit einem finanziellen Anreiz versucht man da den Gebäudepark zu unterstützen und auf Kurs zu bringen. Mit einem weiteren Klick sehen wir eben auch den Link zum Finanzmarkt. Dieses Ziel, dass auch der Finanzmarkt klimaverträglich agieren muss, wurde auch erstmals jetzt im Klima- und Innovationsgesetz festgehalten. Dort ist auch drin, dass es eben Netto-Null-Transitionen braucht für alle Unternehmen, eben Fahrpläne, wie komme ich dorthin mit meinem Immobilienportfolio, aber auch mit meinem Unternehmen. Und Transparenz wird vom Finanzmarkt gefordert. Nicht unbedingt im Klima- und Innovationsgesetz, aber auf anderen Ebenen, da komme ich noch dazu. Und eben dieses regelmäßige Monitoring, wo wir da stehen. Hängt natürlich zusammen, alles beeinflusst sich gegenseitig, im besten Fall unterstützt es sich gegenseitig, sodass diese Sektoren eben zeitgerecht transformieren können. Das als Überblick. Auf der nächsten Folie habe ich es nochmal versucht, etwas einzutauchen in gewisse Bereiche, damit ihr einen Überblick habt, was da alles draußen da so besteht. Vieles kennt ihr sicher auch schon. Eben im Bereich Gebäude ist die Hoheit von spezifischen Maßnahmen bei den Kantonen. Es gibt da eben viele Subventionsprogramme, angehängt auch ans Gebäudeprogramm, zum Teil auch zusätzliche, die verschiedenen Kantone kennen. Und eine spannende Darstellung finde ich die Karte unten von Erneuerbar Heizen, die aufzeigt, welche Kantone eigentlich auch schon Vorschriften kennen beim Heizungsersatz.
die Dunkelblau hinterlegt sind, bei denen ist es so, dass bei einem Ersatz einer Heizung 100% erneuerbar eingesetzt werden muss. Bei den Dunkelgrünen ist es 20% und bei den Hellgrünen immerhin 10%. Aber Studien zeigen in den letzten Jahren, dass auch bei den Kantonen, die eigentlich lediglich 10% fordern, dass das sehr häufig dazu führt, dass das Heizsystem gerade mit einem Erneuerbaren ersetzt wird. Also Zahlen, da kann Andreas dann sicher noch sagen oder Florian, bei dem Anteil der Verkäufe der Heizungen lag im 23 schon ein Marktanteil von 88% für erneuerbare Heizungen. Also da hat sich einiges getan, auch dank diesen Vorschriften, auch wenn es noch ein bisschen ein Flickenteppich ist in der Schweiz. Dann nochmal zurück zu diesen Scopes. Also der Bund kennt Regulierungen vor allem eben auf Scope 1, was diese Gebäudeemissionen, wie die CO2-Abgabe, Förderprogramme, Beratung, wie ich vorher gesagt habe. Dann ist auch die Frage, ja, was machen wir dann bei Scope 2, eben der Strombereitstellung, Fernwärme, was gibt es da? Da gibt es natürlich auch Instrumente, eher aus von der Energieseite her, der Netzzuschlag, dann die Förderung für Photovoltaik und eben dann auch neu die Photovoltaikpflicht auf Neubauten von großen Gebäuden. Auch für Fernwärme gibt es Unterstützung schon heute und auch noch zusätzlich ein Risikoabsicherungsinstrument mit dem Klima- und Innovationsgesetz. Und sogar für Scope 3, also die Emissionen, die aus grauen Emissionen von Baumaterialien kommen, gibt es eine Verankerung zumindest in diesem Geschäft zur Kreislaufwirtschaft, wurde festgehalten, dass die Kantone Grenzwerte für graue Emissionen zumindest bei Neubauten und bei wesentlichen Neuerungen festlegen müssen. Also je tiefer man geht, desto weniger konkret sind die Bundesmaßnahmen, aber es wird mehr und mehr auch integral mitgedacht. Auf der nächsten Folie komme ich jetzt endlich zur Transparenz. Aber ich habe mir gedacht, es ist wichtig, dass ihr das ganze Umfeld etwas kennt, um auch dann auf diese Transparenzanforderungen zu kommen, um das einzubetten, weil Transparenz alleine soll ja nicht das Instrument sein, weder des Bundes noch der Kantone, um den Gebäudesektor zu transformieren. Es geht mehr darum, das eben auch zu kontrollieren, zu messen, strategisch zu denken, auch als Öffentlichkeit, als Parlament, auch als Kundinnen und Kunden zu sehen und dann eben auch diese Entscheidungen mit diesen vollständigen, möglichst vollständigen Informationen treffen zu können. Genau, also ich habe schon mehr von Netto-Null-Transitionsplänen und Fahrplänen gesprochen. Diese sind seit diesem Jahr für große Unternehmen sogar verpflichtend. Also es gibt eine Berichterstattungspflicht, ich komme dann später nochmal darauf zurück, für große Unternehmen ab diesem Jahr. Die beinhalten eben auch Transitionspläne und das gehört zum Beispiel auch dazu, wenn man Immobilienportfolien hat. Gleichzeitig ist es für alle empfohlen, also auch für kleinere Unternehmen, gerade im Klima- und Innovationsgesetz, solche Transitionspläne oder eben Fahrpläne, das ist dasselbe, zu machen. Es gibt auch einige freiwillige Initiativen, national und international, die das eigentlich vorwärts bringen. Dann gibt es zahlreiche freiwillige Ansätze für mehr Transparenz. Das finden wir natürlich sehr gut, sehr unterstützenswert. Was mir persönlich oder uns als Bundesamt für Umwelt dort wichtig ist, ist, dass all diese freiwilligen Ansätze möglichst auf dieselben Grundgrößen referenzieren. Also beispielsweise die Emissionsfaktoren aus dem Treibhausgasinventar, der Absenkpfad in der Schweiz, den wir gesetzlich da festgelegt haben, damit das möglichst vergleichbar ist. Und im Immobilienbereich sind wir sicher schon weiter als jetzt beispielsweise bei anderen Anlageklassen. GEAC Minergie, da bin nicht ich die Spezialistin, da habt ihr dann die Herren, die euch da ganz klar sagen können, was da gefordert ist und was da geht. Dann eben im Finanzbereich, kennt ihr vielleicht auch schon alle, gibt es Kennzahlen für Immobilienfonds, da ist die Asset Manager Association führend. Diese Best Practice-Empfehlung, die Folien, denke ich, werde ihr erhalten, da sind auch die Links alle hinterlegt. Dann von KAGAST gibt es die Empfehlung für Immobilienanlagegruppen, die sind sehr eng verknüpft. Dann vom Pensionskassenverband gibt es Reporting-Empfehlungen, auch gerade zu Immobilienportfolien. Die sind auch
meist in Einklang. Dann gibt es verschiedene Standardsetzungsorganisationen, Freiwillige, Private, die eben auch verschiedene Messansätze haben und, soweit ich beurteilen kann, zwar verschiedene Blickwinkel beleuchten, aber eigentlich die Grundannahmen sollten meines Erachtens auch dort gleich sein. Und dann auf der Hypothekenseite natürlich die Selbstregulierung, die freie Selbstregulierung der Bankiervereinigung für Anbietende von Hypotheken. Wir versuchen auch über die Freiwilligkeit zu helfen, indem wir eben, wie schon mehrfach erwähnt, diese Klimatests machen für den Finanzmarkt. Dort wird im Herbst, Oktober, November, werden wir die neuen Resultate veröffentlichen. Die Teilnehmerzahl ist sehr erfreulich. Ich denke, wir haben auch diesmal wieder eine sehr gute Abdeckung mit Immobilienhypotheken. Und wir haben auch eine CO2-Karte publiziert für Gebäude. Auf der nächsten Folie kommt dazu noch gerade etwas mehr. Die Sie noch nicht kennen, ist vielleicht ein Blick wert. Unter diesem Link, BAFU-Admin-CO2-Rechner, kommt man auf diese Karte, die ist aber dann bei Swisstopo hinterlegt und die berechnet aus den Daten des Nationalen Gebäude- und Wohnungsregisters anhand der ESIA-Norm CO2-Emissionen Scope 1 für eigentlich jedes Wohngebäude in der Schweiz. Alle die jetzt ganz tief in der Thematik sind, werden sofort sagen, ja, aber Sanierungen sind nicht drin und das ist nicht ganz genau und den Verbrauch kennt man nicht und das stimmt alles. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr wichtiges Instrument für Netto-Null-Pläne von Gemeinden, von Kantonen, von Städten, von Hypothekarportfolien. Und mit dieser Karte wollen wir vor allem vorwärts treiben, dass eben die Nachführungsstellen der Gemeinden, die eigentlich die Pflicht haben, diese GWR-Daten aufzudatieren, dass sie das auch schneller aktualisieren können, sodass wir möglichst schnell da einen aktuellen Datensatz haben. Das Parlament hat das auch gestützt und im CO2-Gesetz nach 2024 diese Nachführungspflicht beim Heizungsersatz noch gestärkt und will dort auch noch genauere Daten abfragen. Aber das vielleicht in einem anderen Webinar. Dann in der nächsten Folie. Wie gesagt, möchte ich eintauchen in diese Berichterstattungspflicht, wo es ja dann darum geht, wo Florian dann zeigt, wie Minergie-Gebäude eben da einfließen können. Überbau, ihr erinnert euch, große politische Diskussion, diese Konzernverantwortungsinitiative, KVI, und der Gegenvorschlag des Bundesrats dazu. Der wurde ja dann angenommen, die Stimmbevölkerung hat ja das KVI angenommen, aber das Ständemehr. Ständemehr ist es gescheitert, deshalb kam der Gegenvorschlag und der lehnt sich sehr stark an der EU an, an dieser Berichterstattungspflicht der EU, diese Non-Financial Reporting Directive, und hat zwei Teile. Ein Teil ist die Sorgfalts- und Berichterstattungspflicht zu Konfliktmineralien und Kinderarbeit. Das ist jetzt hier, lassen wir das außen vor. Der zweite Teil ist die Berichterstattungspflicht über nicht finanzielle Belange. Das ist im OR angehängt, dieser Artikel 964 A, B und C. Wen betrifft das? Sogenannte Publikumsgesellschaften und eben FINMA-Beaufsichtigte, also das sind rund 200 Unternehmen, davon rund 40 Banken und Versicherungen in der Schweiz. Die müssen mindestens 500 Mitarbeitende haben und eine Bilanzsumme von mindestens 20 Millionen oder Umsatzerlös über 40 Millionen. Was dazu zu sagen ist, viele von euch, denke ich jetzt mal, sagen, na, das interessiert uns nicht, aber das wird aktuell revidiert. Wird demnächst ja auch eine Vernehmlassung geben, ist schon durch den Bundesrat, weil die EU sich weiterentwickelt hat. Diese Directive ist jetzt eben diese sogenannte CSRD, diese Corporate Sustainable Reporting Directive. Und die hat auch geändert, wen es betrifft. Der wichtigste Teil ist, dass es nicht nur 500 Mitarbeitende, sondern eben auch Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden betreffen soll, diese Berichterstattungspflicht. Und dann sind es dann schon einige mehr in der Schweiz. Und dass auch diese Bilanzsummen, Umsatzerlös und so weiter eigentlich nur zwei von drei erfüllt sein müssen, damit man unter diese Pflicht fällt. Und ich gehe davon aus, dass die Schweiz da nachziehen wird. Und selbstverständlich empfiehlt der Bundesrat auch für weitere kleinere diese Berichterstattungspflicht freiwillig auch zu erfüllen. Dann hat der Bundesrat gesagt, im Bereich Klima
ist diese breite Berichterstattungspflicht über Umwelt, das heißt insbesondere CO2-Belange, aber auch Umwelt und Soziales, sehr breit. Und Klima ist ein derart dringendes Thema, dass es dazu eigentlich Präzisierungen braucht. Und deshalb hat er diese Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange in Kraft gesetzt. Die gilt jetzt seit diesem Jahr. Und dort wird eigentlich noch klarer präzisiert, was enthalten sein muss. Das ist auf einer Seite Berichterstattung über Klimarisiken. Dort hat man nicht zuerst an Gebäude gedacht, sondern eigentlich an Unternehmen, an große Unternehmen. Wo sind die Risiken bei ihren Geschäftstätigkeiten? Und da gibt es diese sogenannten TCFD-Empfehlungen. Das ist die Task Force on Climate Financial Climate-Related Financial Disclosures, wo eigentlich sagt, je Sektor, im Chemiesektor, im Finanzsektor und so weiter, wo, wie man das messen kann und ausweisen kann. Und was eben auch wichtig ist, es geht auch darum, einen Transitionsplan vorzulegen. Also nicht nur zu sagen, wo haben wir Risiken aufgrund des Klimawandels, sondern was haben wir für Emissionen und wie gedenken wir, die zu transformieren. Und da heißt es ganz klar in Artikel 3 dieser Verordnung, es braucht einen Transitionsplan, der mit den Schweizer Klimazielen vergleichbar ist. Und da ja nun auch das Klima- und Innovationsgesetz in Kraft tritt, mit dem Netto-Null-Ziel bis spätestens 2050, ist es ganz klar, dass das der Referenzpfad ist. Und für Gebäude haben wir ja eben auch einen eigenen Referenzpfad drin. Also ist es eigentlich einfach, sich daran zu orientieren. Gerade im Gebäude- und Immobilienbereich gilt dieser Schweizer Absenkpfad für Gebäude, auch um diese Berichterstattungspflicht zu erfüllen. Auf der nächsten Folie habe ich versucht, dazu noch eine Hilfestellung zu bieten, weil wir hören häufig, ja, ihr publiziert diesen Absenkpfad für Gebäude nur als Millionen Tonnen für den Gesamtgebäudepark. Wie soll ich das umlegen auf mein Immobilienportfolio? Und hier, diese Grafik stellt dar, wie man das eben rein die Scope 1 Emissionen auf Energiebezugsflächen umrechnen kann. Es ist wichtig zu erwähnen, das ist nicht direkt der gesetzliche Wert. Der gesetzliche Wert sind die Minuszahlen, -50% gegenüber 1990 in 2030, -82% in 2040, -100% im 2050. Das ist gesetzlicher Wert. Und weil die historischen Emissionen auch zum Teil schwanken, können dann diese, also die Umlegung auf Energiebezugsflächen leicht schwanken. Klar ist eigentlich dieser Nullpunkt 2050. Und was auch man noch mitrechnen muss, ist natürlich die Entwicklung der Energiebezugsflächen. Wir gehen natürlich davon aus, dass eigentlich bis 2050 mehr Wohnraum entsteht in der Schweiz. Da haben wir uns orientiert an der Energiestrategie 2050. Das ist eigentlich alles da aufeinander abgestimmt. Und so kommt man zu diesen Werten, dass man logischerweise 2050 null ist, einfach bis 2040 sollte man bei 3,6 Kilo sein, EBF im Schnitt eines Gebäudes und bis 2030 bei 10,7 Kilo, wenn man diese 50% Schwelle nimmt. Sie sehen auch da, die Kurve flacht im Moment etwas ab. Das hat damit zu tun, dass zwischen 21 und 22, dass das ein sehr milder Winter war, dass die Gesamtemissionen im Gebäudebereich dort stark gesunken sind. Sieht aus, als würde es dann etwa gleich bleiben. Ist auch etwas unklar, es kann ja auch wieder nach oben, wenn ein strenger Winter kommt. Das hängt eben damit zusammen, dass noch sehr, sehr viele fossile Heizungen im System sind. Je weniger wir da drin haben, desto weniger schwankt das, je nach warmem Winter. Aber weil dort ein warmer Winter war, seht ihr, dieser Punkt dort auf der Schnittstelle kommt eben stark nach unten. Deshalb flacht die Kurve etwas ab bis 2030, könnte man sagen, ist nicht so ein ambitioniertes Ziel. Trotzdem, wenn man so Portfolien anschaut, haben einige schon noch etwas zu tun. Man kann natürlich selbstverständlich auch direkt linear interpolieren bis 0, 2050. Deshalb, das sind Referenzwerte, das sind nicht gesetzliche Werte, wichtig zu betonen. Aber es gibt einen Hinweis, wenn man das umlegt, die gesetzlichen Richtgrößen auf EBF. Genau, dann komme ich noch zu meiner zweitletzten Folie, bevor ich noch zusammenfasse.
Scope 2, Scope 3 möchte ich trotzdem noch ein Wort dazu verlieren. Das Ganze ging jetzt aus Scope 1, weil wir dort eben wirklich sehen, schweizweit, dort haben wir das größte Problem und ist auch eigentlich einfach lösbar, weil vor allem der Heizträger, der fossile Heizträger das treibt. Dann haben wir aber gedacht, es ist trotzdem spannend, schon erste Hinweise zu haben für Scope 2 und Scope 3, insbesondere für solche, die das nicht schon sowieso wissen in ihren Immobilien- und Hypothekenportfolien. Also haben wir ein Modell dazu entwickeln lassen, wo man das entweder aus Durchschnittswerten von Strom und Fernwärme oder aus Werten, die man weiß, schon rechnen lassen kann und sogar erste Hinweise kriegt, eben wie das aussieht bei Emissionen aus Baumaterialien, die man da in seinen Portfolien, in seinem Gebäudepark drin hat. Da gibt es auch eine Validierungsstudie dazu, sehr spannend. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, da weiter einzutauchen. Wir werden das Ganze veröffentlichen, auch im Herbst, mit den Resultaten des Klimatests, auch die Validierungsstudie und auch das Modell wieder als R-Script. Das könnt ihr gerne auch wieder bei mir anfordern, gibt dann einen neuen Methodenbericht dazu, damit dann alle das auch selber anwenden, weiterentwickeln, ausprobieren können. Bin ich dann gespannt auf eine spannende Diskussion auch zu diesem Teil. Und in der letzten Folie möchte ich gerne noch kurz zusammenfassen. Also, wo habe ich begonnen? Klimawandel ist Realität, Netto Null ist alternativlos. Der Gebäudepark ist zentral für die Klimaziele der Schweiz und er ist eng verknüpft mit dem Finanzmarkt. Ganz klar, keine einzige Erdöl- oder Erdgasheizung mehr bis spätestens 2050, wenn wir denken, wie lange die Zyklen sind, wo diese Heizungen halten. Aktuell haben wir eben noch rund 2/3 des Gebäudeparks fossil, aber eine gute Tendenz. Dann wichtig, Netto-Null-Transitionspläne und Transparenz können helfen, das zu unterstützen. Sie können es nicht leisten, aber sie können helfen. Und was ist gefordert? Eben diese Sanierungspläne und Ersatzpläne bis 2050 mit Zwischenzielen und die natürlich nicht nur planen, sondern auch umsetzen. Wichtig auch in diesem Kontext, Berichterstattung und Transparenz eben glaubwürdig kommunizieren, möglichst vergleichbar. Da kann sicher Minergie stark helfen mit dem Label, das eben da Glaubwürdigkeit auch vermittelt. Und dann die offene Frage, ob das reicht. Je mehr freiwillige Anstrengungen, desto weiter kommen wir. Und ja, die Klimapolitik nach 2030 wird schon bald wieder diskutiert. Mit dem würde ich schließen. Auf der nächsten Folie seht ihr noch ein paar Links für alle, die es interessiert. Und würde euch gerne Florian Landolt vorstellen. Sehe dich noch nicht im Video. Hallo, hallo. Hallo, er ist Leiter Politik und Öffentlichkeit bei Minergie und hat eben diese Minergie-Vorlage zum Klimabericht koordinativ geleitet und stellt euch jetzt vor, wie so eine Struktur eines Klimaberichts aussehen kann und wo eben Möglichkeiten sind, wie Minergie einfließen kann und eben aus meiner Sicht klar die Glaubwürdigkeit stärken kann. Mit dem übergebe ich gerne an Florian. Vielen Dank, Silvia. Ich gehe davon aus, dass man mich hört. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Auf meiner Titelfolie sehen Sie ein Bild vom Goetheanum in Dornach, das ich Ihnen mitgebracht habe. Ich sehe das fast jeden Tag auf meinem Arbeitsweg. Das Gebäude wurde 1928 gebaut und für die Erstellung wurden fast 15.000 Kubikmeter Beton verwendet. Wenn ich jetzt einen Klimabericht verfassen müsste als Eigentümer des Gebäudes, wüsste ich, welchen dieser zwei Fakten ich da reinbringen würde in den Klimabericht. Das nur zum Anfang. Jetzt versuche ich mal eine Folie weiterzuschalten. Hier geht es auch schon. Jawohl. Kurz zum Ablauf. Ich erläutere Ihnen den Aufbau der Klimaberichterstattung gemäß dem TCFD. Danach werde ich Ihnen das Minergie-Wirkungstool kurz vorstellen, einen Ausblick nach vorne wagen und zum Schluss bleibt noch Zeit für Fragen. Nun, ein Klimabericht nach TCFD, der besteht aus 4 Kapiteln. Das erste Kapitel ist die Governance. Darin wird die Rolle des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung in Bezug auf die Bewertung von klimabezogenen Risiken und Chancen beschrieben. Im zweiten Kapitel in der Strategie, da werden die Vorschriften zur Offenlegung klimabezogener Risiken und Chancen aufgefordert und
Da muss man zum Beispiel einen Dekarbonisierungsplan, wie Silvia bereits erläutert hat, anbringen. Oder man muss aufzeigen, wie man das Produkteportfolio auf emissionsärmere Produkte umstellt. Im dritten Kapitel, im Risikomanagement, muss man die Prozesse des Unternehmens zur Identifikation, zur Bewertung und zur Bewirtschaftung von Klimarisiken beschreiben. Und schließlich im vierten Kapitel werden Kennzahlen und Ziele, die zur Bewertung und Steuerung relevanter Klimarisiken und Klimachancen verwendet werden, beschreiben. Ein kleiner Exkurs: Die Berichterstattung nach TCFD ist in der Schweiz bereits angekommen. Sie sehen hier einen Screenshot von der Website der SBB. Die hat hier ihren Geschäftsbericht 2023 zum Download veröffentlicht und direkt darunter kann man auch einen Auszug aus diesem Geschäftsbericht, den Nachhaltigkeitsbericht, runterladen, wenn man hier draufklickt, und rechts davon ist sogar speziell der Klimabericht nach TCFD runterladbar. Wenn man da draufklickt, geht das PDF auf, das sind 7 Seiten, beginnt auf Seite 130 des Geschäftsberichts und es handelt sich dort eben um den Klimabericht nach TCFD. Damit will ich sagen, es gibt bereits Unternehmen in der Schweiz, die mit dieser Klimaberichterstattung arbeiten. Nochmal zum Thema Governance. Es beschreibt eben, wer dass die Klimaziele und die Klimastrategie innerhalb des Unternehmens wie verantwortet und wie verabschiedet. In der Regel wird das der Verwaltungsrat sein. Und zudem wird beschrieben, wie die Klimaziele und die Klimastrategie in Reglementen verankert ist. Ich nenne da das Beispiel der SUVA. Dort ist es im Anlagereglement verankert. Zudem wird in der Governance die Rolle des Managements bei der Beurteilung und der Bearbeitung der Climate-Related Risks and Opportunities beschrieben, also sprich die klimabezogenen Risiken und Chancen werden dort beschrieben. Wir denken, dass es eine sehr hohe Flughöhe ist in diesem Kapitel und deswegen ist Minergy grundsätzlich beschränkt geeignet, in diesem Thema aufgeführt zu werden, außer es handelt sich um eine Firma, die selber Immobilien baut, besitzt oder betreibt. Und zum Schluss noch ein kurzes Beispiel, wie Sie jetzt im Kapitel Governance eine Formulierung einbringen könnten. Dazu nehme ich den TCFD-Bericht der SUVA, die bereits für das Geschäftsjahr 2022 einen solchen Bericht verfasst hat. Dort steht, die Geschäftsleitung ist zuständig für die Umsetzung der Unternehmensstrategie und der Bereich Unternehmensentwicklung ist zuständig für die Koordination und Steuerung der Nachhaltigkeit. Das heißt, es wird schon ein Stück weit nachvollziehbar. Dann im Kapitel Strategie wird aufgezeigt, wie stark mit dieser Strategie die Treibhausgasemissionen reduziert werden sollen. Und weiter werden die relevanten Klimarisiken und Chancen für das Unternehmen behandelt. Dabei soll innerhalb des Kapitels zwischen direkter Geschäftstätigkeiten und Kapitalanlagen unterschieden werden. Wir gehen davon aus, dass dieses Kapitel sehr gut geeignet ist, um Minergy in Unternehmensstrategien zu verankern. Auch hier wieder insbesondere, wenn Sie Immobilien bauen, besitzen oder betreiben. Und ich habe Ihnen hier eine Formulierung gemacht, die ist fiktiv. Das firmeneigene Portfolio soll bis 2050 emissionsfrei werden. Und als Zwischenziel sind bis 2035 mehr als die Hälfte aller Gebäude fossilfrei beheizt. Gleich noch eine Formulierung, die mir persönlich sehr gut gefällt. Neubauten werden ausschließlich im Minergy A-Eco-Standard erstellt. Das ist also durchaus eine Formulierung, die man im Kapitel Strategie so einbringen kann. Dann im Kapitel Risikomanagement wird beschrieben, wie die Organisationen Risiken identifiziert, beurteilt und behandelt, die auf das Klima bezogen sind. Und hier gehen wir ebenso davon aus, dass man Minergy gut verankern kann. Ich habe Ihnen ein stichwortartiges Beispiel gebracht. Es hat ein bisschen viel Inhalt. Aber
Weil wir davon ausgehen, dass das eine realistische Beschreibung ist, habe ich mir erlaubt, diese so einzufügen. Man könnte also schreiben, dass man davon ausgehen kann, dass bis 2030 in der schweizerischen Gesetzgebung Folgendes verankert sein könnte: dass man die Treibhausgasemissionen in der Erstellung abhandeln muss, dass es eine Pflicht gibt zur fossilfreien Heizung, dass eine erhöhte Eigenstromversorgung gefordert wird und ebenso ein erhöhter Hitzeschutz. Und Bauen nach Minergie adressiert diese klimabedingten Risiken. Deswegen sind eben Minergie-Gebäude geeignet für einen solchen Klimabericht. Gerade wer die Medien verfolgt, hat in den letzten Tagen und Wochen gesehen, in Mexiko hatten wir eine große Hitzewelle, ebenso in Indien mit mehreren hundert Toten und nicht zuletzt Saudi-Arabien. Mit Mekka hatten wir meines Wissens 1300 Tote. Also die Hitze im Sommer wird ein Risiko werden. In der Schweiz wird es nicht so schlimm werden. Aber trotzdem, der Hitzeschutz ist ein Thema, dem man sich widmen muss. Dann noch eine Formulierung aus dem TCFD-Bericht der SUVA nochmal aus dem Jahr 2022. Das Risikomanagement adressiert die Risiken, die die Erreichung der Unternehmensziele nachteilig beeinflussen können. Die potenziellen Klimarisiken in den Finanzanlagen werden beschrieben, regelmäßig überprüft und dokumentiert. Dann das vierte Kapitel, Kennzahlen und Ziele. Dort sollen Organisationen eben erstens die Treibhausgasemissionen deklarieren und zweitens die Ziele formulieren, wie sie die Reduktion realisieren wollen. Wir gehen da von direkten als auch indirekten Möglichkeiten aus. Die Zahlen können aufzeigen, wie viel reduziert werden muss, und eben die Gebäude von Minergie zu zertifizieren kann eine Möglichkeit sein. Und hier die Formulierung: Unsere Investitionen in Minergie-Zertifizierungen haben eine positive Klimawirkung, denn sie reduzieren die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einem Standardgebäude messbar. Was das heißt, zeige ich Ihnen auf den nächsten beiden Folien. Nochmal die Formulierung der SUVA: Für das direkte Immobilienportfolio, das die SUVA unmittelbar beeinflusst, hat sie bereits einen Absenkpfad auf Netto Null erarbeitet. Hier kommt also das zum Tragen, was für Silvia doch wünschenswert wäre. Das Wirkungstool von Minergie. Wir haben eine Datenbank, eine umfangreiche Datenbank mit über 55.000 Gebäuden, und dort können wir eben eine Aussage treffen, wie viele Treibhausgasemissionen vermieden und wie viel Energie eingespart wurde im Vergleich zu einem Gebäude, das nach dem MUCEN gebaut wurde, also nur nach den gesetzlichen Mindestanforderungen. Wir machen dazu einen Vergleich der Bedarfswerte eines Minergie-Gebäudes, die wir ja kennen dank der Zertifizierung, und stellen das dem jeweils geltenden MUCEN-Wert gegenüber. Resultate gibt es einerseits, wie angetönt, bei der Endenergie. Die Differenz vom Grenzwert eines Minergie-Gebäudes zu MUCEN, Unterschiede nach der Bauperiode, zeige ich Ihnen auf der folgenden Folie dann gleich auf. Und daneben eben auch noch, wie viel Treibhausgasemissionen vermieden wurden. Dazu machen wir eine Berechnung aus der Endenergie pro Quadratmeter Energiebezugsfläche. Wir bilanzieren den Betrieb nach der GEAC-Methodik und bekommen ein Resultat in Tonnen CO2-Äquivalenz pro Jahr, sauber unterschieden nach Scope. Das ist besonders von Andreas angetönt worden in der Begrüßung. Nun, auf Anfrage können wir auch mit Projektwerten der Minergie-Gebäude arbeiten, anstatt mit dem Grenzwert. Und wir können ebenso mit einem Ökostrom den Energieverbrauch berechnen, wenn nicht der Schweizer Verbrauchermix benutzt wurde, den wir standardmäßig benutzen. Zu guter Letzt, diese Dienstleistung des Wirkungstools steht für alle Mitglieder von Minergie zur Verfügung. Jetzt, wie sieht das aus? Sie sehen hier eine Tabelle. Ich erkläre Ihnen das gerne kurz. Hier geht es darum, welche Art von Zertifikat besitzt das Gebäude? Ist es Minergie, Minergie P oder Minergie A? Dann die jeweilige Bauperiode, also bis 2006, dann 7 bis 10,
11 bis 16 und 17 bis 24. Dann nehmen wir das Beispiel dieses fortschrittlichen Bauherrn, dieser Investorin. Die hat in der Periode 17 bis 24 vier Minergie-P-Gebäude gebaut. Diese haben eine totale Quadratmeterfläche, Energiebezugsfläche von 4780 Quadratmetern. Somit sparen diese Gebäude pro Jahr 119 Megawattstunden ein und Scope 1, 2, 3 zusammengezählt. Sie sparen zudem 22 Tonnen CO2-Äquivalenz pro Jahr ein. So ist also diese Tabelle zu verstehen. Ich mache ein wenig vorwärts angesichts der Zeit. Wer interessiert ist, für sein eigenes Portfolio eine solche Tabelle erstellen zu lassen, der kann mich sehr gerne kontaktieren und dann kann ich hier auch bilateral den Prozess der Datenlieferung durchgehen. Wichtig ist, je besser der Datenbestand ist, desto einfacher wird es natürlich für uns. Ein kurzer Blick nach vorne. Wenn die Nachfrage besteht nach einem solchen Klimabericht, nach einer solchen Vorlage von Minergie, was wir uns natürlich hoffen, dann werden wir diesen künftig jährlich aktualisieren. Themen sind uns auch schon in den Sinn gekommen. Wir werden Anfang nächstes Jahr ein Monitoring Plus Modul veröffentlichen. Das bedeutet, wir fokussieren darin auf den Betrieb von Gebäuden. Auch da besteht großes Optimierungspotenzial unserer Ansicht nach. Und weiter kennen Sie sicher alle das Minergie-Areal, das per September 23 in Kraft gesetzt wurde, veröffentlicht wurde. Auch das bietet durchaus diverse Ansätze, um es in einem Klimabericht zu erwähnen. Wer mehr Infos möchte, minergie.ca/Klimabericht. Damit schließe ich meinen Teil und öffne für Fragen. Danke vielmals, Florian. Danke auch Silvia und Andreas für die umfassenden Informationen. Ich habe jetzt gerade im Chat geschaut, da hat es bereits ein paar Fragen, die schon intern beantwortet wurden. Es ist aber eine neue noch reingekommen. Da ist die Frage, was ist mit den Baumaterialien? Aus meiner Sicht ist es umweltschädlicher, zum Beispiel einen Batteriespeicher für eine PV-Anlage aus Lithium herzustellen als eine Gasheizung. Und auch die Herstellung von Beton ist nicht gerade positiv für die Umwelt. Was ist hier das Ziel? Ich bitte vielleicht die Referierenden kurz, sich mit Kamera einzuschalten. Andreas, darf ich dir gleich diese Frage zu übergeben? Ja. Also das ist eine Frage des Scopes. Also wir haben ja darum wirklich im Scope 3 eben die Aussage gemacht, wie viele Emissionen werden verursacht durch die Erstellung eines Gebäudes. Und diese Emissionen, die würden dort bilanziert. Also dann hätten Sie halt einfach, wenn Sie einen Batteriespeicher haben, dort etwas mehr Emissionen pro Quadratmeter im Jahr. Ob ich jetzt Ihre Meinung teile zum Batteriespeicher, da bin ich nicht sicher. Was sicher ist, ist, dass Betonherstellung das Riesenthema ist in unserer Branche, dass wir da die Emissionen, die damit verbunden sind, reduzieren müssen. Da bin ich sehr einverstanden. Vielleicht hast du noch etwas, Silvia. Aber das wird bilanziert. Ja. Wichtig ist eben, dass es getrennt bilanziert wird von den Scope 1 und 2 Emissionen. Genau, also ich möchte nur unterstützen, das, ich sehe das genau gleich. Wir haben in dieser Studie, dieser Validierungsstudie der Hochschule Luzern für die Scope 3 Emissionen genau solche Fälle angeschaut und eigentlich dort ist wie klar, dass der Ersatz der Heizung, also die Scope 1 Emissionen massiv überwiegt gegenüber den Scope 3 Emissionen von alternativen erneuerbaren Heizsystemen. Und dass vor allem die Kubatur bei den Scope 3 Emissionen neben den Baumaterialien spielt, insbesondere die Kubatur eine Rolle, eben die Frage, wie groß ist es. Und das ist natürlich, also ich würde es eben dann nicht zusammenzählen, Scope 1, 2 und 3, sondern 1 separat und 2 wie der Betrieb. Und dann ist ja die Frage Neubau, dann kann man es neu denken. Oder die Frage, wenn man schon ein bestehendes Gebäude hat, zu welchem Zeitpunkt wird das A saniert oder B abgerissen, neu gebaut? Und dort stellen sich dann diese Fragen und die sind dann eben, man kann so Annahmen machen, die eigentlich recht gut hinterlegt sind schon aus der Forschung und dann andere, die dann sehr gebäudespezifisch sind. Oder was auch spannend war, zum Beispiel Materialien, kam jetzt dort raus, spielt eigentlich so
bei Scope-3-Emissionen nur rund 20% eine Rolle. Aber ja, ich glaube, das ist ein Thema, da wird auch viel Forschung betrieben, auch aus Bundesseite. Und ich glaube, das wäre fast wie ein eigenes Schwerpunkt dann zu diskutieren. Herzlichen Dank. Ja, Irina, darf ich noch kurz die Frage, vielleicht hat dann Silvia auch noch etwas, die Kantone werden ja Grenzwerte einführen zur grauen Energie. Ich habe das schon im Chat beantwortet, aber einfach, um das noch auszuführen. Es gibt jetzt eine Vorlage mit der MUCEN 25 und dann haben die einzelnen Kantone die Möglichkeit, hoffentlich dann methodisch alle genau gleich solche Grenzwerte einzuführen. Das wäre schon wichtig, dass wir das überall gleich bilanzieren. Und das wäre dann die Sicherheit dafür, dass in der MUCEN 25 die Methodik festgelegt wird. Und dann gehe ich davon aus, dass städtische Kantone, ich komme aus Basel, sehr rasch einen Grenzwert einführen werden. Ich denke, das könnte noch im 26 sein. Ich erinnere mich an die Karte von Silvia von vorher, dass es Kantone gibt, die heute noch nicht einmal den Ersatz von fossilen Feuerungen fordern, also dass man dann wirklich ersetzt mit einer Wärmepumpe oder so. Die werden wahrscheinlich noch lange brauchen, um diesen Grenzwert einzuführen, vermute ich. Also da muss man ein bisschen Geduld haben, bis die Karte dann ganz grün ist. Ich denke aber, das geht rasch los im 26. Top, danke schön. Wenn ich jetzt richtig sehe, hat es aktuell keine weiteren Fragen. Sie können sich gerne noch kurz überlegen. In der Zwischenzeit werde ich noch kurz eine weitere Folie einblenden, einfach damit Sie auch wissen, falls Sie am Wirkungstool interessiert sind, wo Sie dann die weiteren Informationen finden. Die werden wir aber Ihnen auch noch im Anhang dann zustellen. Dann kann ich nämlich jetzt hier, sehen wir die Referierenden ein bisschen größer. Jetzt kommt gerade die nächste Frage noch rein, nämlich welche Rolle spielen SIA, Minergie und in der Entwicklung der Methodik für die MUCEN 2025? Andreas, wieder eine Frage für dich. Ja, wir spielen eine Rolle, ja. Also historisch gesehen hat die MUCEN meist Anforderungen von Minergie übernommen, im Sinne von Minergie hat gezeigt, dass der Markt bereit ist für eine Anforderung, für einen Grenzwert und dann 3-4 Jahre später kann man es ins Gesetz überführen. Es ist sicher nicht vermessen zu denken, dass wir haben ja Grenzwerte eingeführt im 23 für die grauen Emissionen, dass das vielleicht so in die Richtung gehen würde ab 26, 27. ESIA spielt immer eine Rolle, weil auch alle Minergie-Standards auf den entsprechenden ESIA-Normen basieren. Also ja, ich muss da ein bisschen, ich hocke in dieser AG MUCEN drin und möchte nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ja, Sie können davon ausgehen, genau die zwei werden auf jeden Fall eine Rolle spielen in dieser Frage. Dankeschön. Silvia, ich habe noch eine Frage an dich, die ich mir noch aufgeschrieben habe, nämlich wie soll eigentlich jemand beginnen, der oder die noch keine Gedanken sich gemacht hat zum Immobilienportfolio und dem Klima? Wo muss man starten? Was sind so die ersten Schritte? Genau, ich glaube, vielleicht bei den Teilnehmenden an diesem Webinar hat es weniger von denen, aber vielleicht beraten Sie ja weitere, genau solche, auch Finanzmarktakteure. Und da gibt es eigentlich immer noch einige, sicher auch bei kleineren Pensionskassen, die genau noch dort stehen. Und bei uns ist einfach wie zentral, zuerst mal eine Standortanalyse zu machen. Und da gibt es eben auch verschiedene Tools. Es gibt auch eben an diesen Klimatests, können Sie gratis teilnehmen und mal eine erste Einschätzung erhalten. Bei Immobilienportfolien gibt es viele, die haben auch schon wirklich einen Überblick, welche Heizungen da drin sind. Bei Hypothekenportfolien ist das noch etwas anders. Das kommt jetzt langsam, aber da wissen viele oder wussten viele ganz lange gar nicht, schon nicht mal die Heizträger, die da drin sind in den Portfolien. Und das ist eben wichtig, einen ersten Überblick zu haben. Und deshalb sind auch diese Modelle eben wie jetzt auch die GWR-Datenbank und PAC, das sind eben wichtig für einen ersten Überblick. Aber dann ist klar, muss es schneller weitergeben, eben einen Sanierungsplan, einen Transitionsplan, einen Heizungsersatzplan vornehmen und dann eben neben dem Scope 1 denken, schon beginnen zu denken, okay, wie sieht das mit der Gesamtenergieeffizienz aus, weil wir davon ausgehen können, dass auch erneuerbarer Strom eben nicht
immer im Überfluss da sein wird. Und wenn es eben dann zum Entscheid, Sanierung, Abriss oder Neubau kommt, dann ist auch Scope 3 Emissionen wichtig. Ich empfehle immer wirklich, das so gestaffelt zu denken, weil ich höre dann häufig auch, dass jemand sagt, ja, jetzt muss ich noch Scope 3 Emissionen denken, also jetzt können, ja, also es geht ja vom Hundertsten ins Tausende, wo soll ich da beginnen? Kann ich auch sein lassen, hat ja dann sowieso viele Emissionen, das stimmt so nicht. Oder? Man muss die auch unterschiedlich rechnen. Ein Gebäude, das steht, das rechnet man ja über den Lebenszyklus die Emissionen ja dann auch ab. Genau. Vielen Dank. Wir sind nun schon über der Zeit. Es hat noch eine kleine Frage. Kannst du die in vielleicht eine Minute beantworten? Wie schnell werden die Anforderungen der Berichterstattung gemäß TCFD auf zum Beispiel Firmen mit 50 Personen sinken können? Eine rasche Antwort. Gibt es die schon oder gibt es die Antwort nicht so kurz? Nein, da kann ich nichts dazu sagen, weil weder die EU noch die Schweiz plant jetzt eine sehr rasche Reduktion. Ich glaube, es ist wie, aber wenn viele der mittleren Unternehmen das schon machen, denke ich, macht es dann auch Sinn für viele kleinere, das auch zu machen. Also dort ist mehr eine Frage, macht das nicht Sinn, gegenüber den Kundinnen und Kunden das auch ausweisen zu können oder gegenüber der Öffentlichkeit? Also ich glaube, da würde ich nicht schnell eine Pflicht erwarten, aber nach wie vor sicher. Vielleicht dann ein Druck vom Markt. Ja, dann herzlichen Dank an die Zuschauer fürs Zuhören. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich natürlich auch gerne an uns wenden und dann helfen wir Ihnen individuell weiter und sonst bis hoffentlich beim nächsten Minergiewissen aktuell im August. Und danke dir, Silvia, Andreas und Florian nochmals für eure tollen Referate. Schönen Nachmittag. Schönen Tag miteinander. Ade miteinander. Merci, wiederhören.